Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in unserem kleinen Dorf hier in Manor Lords. Und so sieht der Blick aus, wenn wir das Ganze von der Grenze aus betrachten und diesem Weg hier entlang marschieren, diesem Pfad entlang. Dann kommen wir hier zuerst bei unserem Jäger vorbei und ja, schauen dann hier hinter diesem Baum hervor. Schauen hier die Wege rauf. Sehr, sehr schön. Wir haben zuletzt unseren Gasthof fertiggestellt, unsere Taverne. Und ja, ich denke, was wir als nächstes tun sollten, wir haben wieder 6 Holz. Wir brauchen einfach mehr Leute, wir brauchen weitere Arbeitskräfte. Das Ganze ist natürlich ein Stück weit riskant. Nahrung wird uns hier angezeigt, 5 Monate Feuerholz 16. Das ist irgendwie sehr gut, aber wir haben nun mal auch gerade mitten im Sommer, wir werden weiter produzieren. Schau mal gerade, hier haben wir 13 liegen. Hier haben wir 18 liegen. Und hier haben wir, das ist fast voll tatsächlich. Hier haben wir mehr als genug liegen auf jeden Fall. Gut, ich habe schon mal geschaut. Ich habe hier 2 Wege runtergebaut. Hier einmal den Weg. Das fand ich irgendwie organisch und sinnvoll. Leider, was nicht geht, was irgendwie schön wäre, wäre, wenn man hier noch Häuser zwischenbauen könnte. Aber egal wie wir das machen. Ach, jetzt geht's plötzlich doch. Ah. Ich habe es vorhin ausprobiert und da wurde mir das als zu steil angezeigt. Das sind natürlich Häuser, wo wir keine Erweiterung bauen können, platztechnisch. Das ist so. Aber. Geht auch nur so, ist logisch. Werden wir da dann noch platzieren? Ich hatte nämlich jetzt schon mich darauf vorbereitet, eigentlich, das dann hier zu bauen. Aber da finde ich das dann fast noch besser. Auch wenn das hier so ein bisschen eingeklemmt ist, aber gut, damit müssen sie dann leben und zurechtkommen. Wir haben Hochsommer, es ist Juli. Wir schauen nochmal auf unsere Felder. 45 Tage noch bis zur Ernte. Ja, und wir brauchen dann natürlich Leute, die das ernten, die in der Mühle arbeiten, die im Ofen arbeiten, die in der Melzerei arbeiten, die in der Brauerei arbeiten und am Ende in der Taverne. Was kann man denn hier noch reinbringen? In die Kirche. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was machen wir als nächstes? Ich glaube, was dann noch sinnvoll wäre, wäre vielleicht eine Schaffarm. Das Farming war hier. Braucht. Ne, so rum erst das Farmhaus. Ein Holz nur. Ehrlich? Das ist ja überschaubar. Das würde vielleicht hier so ganz gut hinpassen. Vielleicht hier gegenüber des Weges. Dann könnte man die Schafe hier so auf den. Ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Dann haben wir eine Schaffarm. Dann können wir hier ein. Frage ist, kommen die Schafe da von alleine rein oder müssten wir die kaufen? Speicherplatz ist wieder voll. Ja, das ist hier nur das Übliche. Oh, aber bei den Woodcuttern ist jetzt voll. Naja, fast. Müssen hier mal mehr rüberbringen. Leder, wir haben echt zu viel Leder. Dabei produzieren wir nicht mal mehr. Wir könnten wirklich mehr Leder verkaufen, aber da das mit diesen fahrenden Händlern nicht funktioniert, wird das nichts. Aber, ja, oder die Schaffarm hier neben die Felder? Hier am Hügel finde ich es schon besser. Dann schauen wir mal. Also wir haben dann Schaf.
Und dann brauchen wir die Spinnerei hier. Und die kann dann sowohl Wolle als auch Flachs verarbeiten. Das ist doch wunderbar. Bringen die Schafe vielleicht sogar noch Fleisch? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, die Schaffarm zu bauen. Machen wir hier so hin. Und dann machen wir da gegenüber, hier so am Berg, 20 Schafe. Ja, ist das jetzt viel oder nicht? Ist jetzt ein Problem, weil es nicht vier Ecken hat, oder wie? Hier dieses kleine Wäldchen stehen lassen. So. Tja, so geht's. Das ist doch sehr gut. Und dann brauchen wir natürlich als nächstes ein bisschen die Frage, kommt der dann wieder hier in unser, in Anführungszeichen, Industrieviertel? Ist allerdings schon weit weg, ne? Ist ja schon irgendwie sinnvoller hier. Klar, dafür haben wir jetzt nicht genug Holz. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wir schauen nochmal auf unsere Felder, dass wir das nicht verpassen. 38 Tage. Gut, dann lassen wir noch ein bisschen schneller laufen. Wir gucken uns nochmal die Beerenvorräte an. 57, die sind tatsächlich komplett abgeerntet. 15 und 12, okay. Aber hier 15 eingestellt haben. Auch hier immer noch gerne jemanden. Na, ich würde die Woodcutter Lodge mir anschauen. Wie es da aussieht mit dem Lagerplatz. Ah, das ist mir schon wieder voll. Aber hier ist eigentlich noch genug Platz. Sie müssen es nur abtransportieren. Ein Monat noch. Ab August wird geerntet. Das erste Haus ist gleich fertig. Hier fehlen noch die Baumstämme. Aber Fritz ist schon unterwegs. Und damit sind die fertig. Und das ist schon die neue Familie. Und jetzt natürlich die Frage, was lassen wir die zwischenzeitlich tun? Ich würde ganz gerne hier noch mal eine Familie haben. Hier die Lebensmittel rausbringt, weil bei den anderen Ständen funktioniert es ja. Naja, auch nicht. Ist jetzt glaube ich gerade. Nee, doch, Clothing ist doch voll. Feuerholz ist voll. Nur bei der Nahrung funktioniert das irgendwie nicht, dass das dahin gebracht wird. Von daher sollten wir das mal machen. Jetzt wird die Frage, ja, Nahrung, 5 Monate, ist eigentlich in Ordnung. Feldarbeit, 30 Tage. Da werden wir dann unsere Bärenpflücker alle nehmen und denen neue Aufgaben zuweisen. Da haben wir 4 Familien, die Bären sammeln.
Ende August wird geerntet, wie es aussieht. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Wenn dann gedroschen wird. Da müssen wir ein bisschen managen dann. Also erst abernten, dann dreschen, dann die Mühle und dann gleichzeitig hier die Brauerei und so. Ich hoffe, dass uns das nahrungstechnisch noch weit nach vorne bringt. Dass wir. Oh, und das Feld ist voll. Okay. Aber geerntet wird noch nicht. Aber heißt das, dass das fertig gewachsen ist? Heißt das, dass wir jetzt beginnen könnten zu ernten? Das müssen wir mal beobachten. Wir warten aber erstmal hier auf das Haus, dass es fertig ist. So, was jetzt der Fall ist. Und dann warten wir, bis die Familie da ist. Da ist sie und dann machen wir die mal zu Farmarbeitern hier. Dann schauen wir mal. Da schon gerade Transporting Wheat. Jetzt jagt er aber wieder. Hier ist Nickel, unser Händler. Eigentlich sieht das hier noch nicht. Nee, ist erst bei 72%. Also die Aufforstung scheint ja auch gut zu funktionieren, das ist schön. Und hier ist auch schon wieder. Versorgt, das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, wir können eigentlich schneller laufen lassen. Ist denn das da? Liegt das Dach daneben? Was soll das sein? Sehr witzig, okay. Ja, dann brauchen wir natürlich auch einen Schäfer. Kann man da noch mehr Leute gebrauchen? Ja, und hier wird schon geerntet. Ganz offensichtlich. 18. Gibt's hier schon. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann würde ich mal hier zwei rausnehmen. Und ich mache mal einen zum Schäfer. Aber ich bin gespannt, ob wir hier Schafe haben oder ob wir die kaufen müssten. Und dann mache ich noch eine Familie, haben wir jetzt untätig, die noch zu farmern. Dann schaut mal, hier wird es aufgestellt. Prozent hat er schon. Fünfundzwanzig. Viele Beeren haben wir noch. Das sind eh nicht mehr viele. Und wir nehmen hier noch eine. Wir machen jetzt nur noch Reste Beeren. Und die restlichen Leute brauchen wir auf dem Feld.
Kapazität im Mapantry-Limit. Ja, aber hier immer noch mehr als genug. 91 Feuerholz. Ich glaube, wir können dann auch... Ja, schaut mal, hier haben wir ja auch noch so viele drin. Oh, sehr gut. Mittlerweile... Das ist doch richtig, richtig gut. Das wird sonst merken, dass wir beim Holz noch Möglichkeiten haben. Tja, und Schafe scheinen nicht automatisch aufzutauchen, was ich ehrlicherweise auch gut verstehen kann. Das ist ja ein bisschen unlogisch. Livestock for Silver. Können wir den Handelsposten daneben stellen? Müssen wir mal gucken, dass wir uns da Schafe kaufen können. Solange brauchst du ehrlicherweise nichts machen. Dann machen wir dich auch erstmal zum Farmer. Wie weit sind sie? 19%, ja, ich glaube. Sieht ganz gut aus. Also Brauerei brauchen wir noch nicht, bevor hier nichts geerntet ist. Naja, die müssen ernten, dann dreschen, neu aussehen. Da ist schon einiges zu tun. Ich würde hier nochmal eine Familie rausnehmen. Ehre 29. Was machen die Tierbestände? 16. Ich würde sagen, das sieht aber gut aus. Was den Nahrung und Feuerholz angeht. Vielleicht können wir hier sogar noch ein weniger. Sie bringt den Holzstamm. Wenn wir das zusammenbinden hier, wird dann schon gedroschen sein, oder? Ich finde hier statt. Nee. Machen wir mal einen Tick schneller. Und wir haben wieder 34 Geld. Damit können wir wieder einer Familie was Gutes tun. Ihr habt schon die Ziegen. Bei euch ging es ja leider nicht. Nehmen wir eine Familie von hier. Aber die sind hier schon nah dran, ne? Hier mal die nächsten in der Reihe. Dann haben wir noch genug Geld für unsere 11 Eier haben wir mittlerweile und 9 Milch. Sehr gut. Immerhin genug Geld, um unsere Steuern zu zahlen. So, jetzt wird es hier voll auf dem Feld. So soll das sein. Hier kommen noch mehr Leute. 178. Okay, erst wird gesammelt.
Ah, die gehen schon rüber aufs andere Feld, okay. Und hier gehen welche in die Scheune. Ah, sehr gut, das wird schon weggetragen. Ja, Firewood. Das Limit, das überrascht jetzt nicht. Hier liegt aber noch einiges drauf, Leute. Oder ist das insgesamt? Ah, hier kommen sie aber auch gut zurecht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist 20. Import only 1. Machen wir mal. Gut, dass wir ein riesiges Gatter gebaut haben, wo so viele Schafe reinpassen. Ja, dafür brauchen wir natürlich erstmal 20 Geld, ne? Okay, also das mit der Sheepfarm, das kann noch ein bisschen dauern. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwann dann mal ein Schaf bekommen. Ob wir dafür auch einen Arbeiter brauchen. So, hier wird das jetzt alles weggetragen. Er holt einen Karren, sehr gut. Wird jetzt schon gedroschen? Ne, es wird noch vom Feld geholt. Ich würde spontan sagen, ganz gute Ernte. Nahrung, Feuerholz, wunderbar. Dementsprechend würde ich mich noch mal trauen, vielleicht zwei Familien einzuladen. Oder drei? Das werden zwei werden. Das ist ein bisschen zu wenig. Sehr gut. Ja, es ist hier schon einiges zu tun und jetzt ist September. Was machen die Beeren? 24 Stück. Da kann noch jemand sammeln. Aber ist das noch so effizient? Ich glaube nicht. Der Weg ist so super weit. Wie viele Beeren haben wir? 77. Geben die Beeren mal auf und unterstützen eher hier noch. Das Gefühl, hier ist noch einiges zu tun. Noch ganz viel.
Steht, dass sie da alle so ein bisschen sich da durchzwängen und an dieser Ecke hängen bleiben. Ist da eigentlich ein Weg? Nee. Ups. Sieht das ein bisschen realistischer aus. Ja, okay, also mit der Größe des Feldes muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt noch aussehen wollen, wobei das ging auch bis lange in den Oktober. Ist die Frage, teilen die sich auf? Zum Beispiel wieder eine neue Familie. Wir machen alles in die Feldarbeit. Das ist jetzt leer, sehr gut. Das ist noch voll, da müssen wir das jetzt woanders sammeln. Aber wird hier jetzt schon gedroschen? Nee. 255 haben sie jetzt hier. Aber sie müssen ja noch dreschen. Sie müssen wieder pflügen. Sie müssen aussehen. Es ist schon noch einiges an Arbeit. So, hier sind schon mal die Familienangehörigen nachgekommen, das ist gut. Storage Limit, das gucken wir uns mal an. Storehouse. Ja, Feuerholz. Ist mittlerweile wirklich viel. Ich glaube, das können wir mal für eine gewisse Zeit ein bisschen reduzieren. Jetzt ist das schon ein Flachsfeld. Jetzt müssen wir die Gerste da noch runter schaffen. So, die neue Familie ist da. So, die holen da immer noch was. Jetzt ist es leer. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Sie müssen es ja dreschen, ne? Genau, jetzt wird gedroschen. Aber machen das jetzt alle? Nee, andere pflügen schon wieder. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt allerdings bin ich mir irgendwann nicht mehr sicher, ob hier unser Lagerhaus bzw. unsere, ob die hier noch ausreicht. Wir werden das gewahr werden. Okay, ich glaube, wir können guten Gewissens ein bisschen schneller laufen lassen. Die teilen sich jetzt schon auf. Boah, schaut mal, wie viel Korn wir haben. Sehr gut, ich glaube, wir ziehen mal eine Familie ab. Und dann wird es Zeit, jetzt unsere Mühle in Betrieb zu nehmen. Und sofort geht es los. Die transportiert jetzt. Okay, die tragen das jetzt auch weg. Hier wird auch gedroschen. Sie drischt also in der Gegend rum. Is that the sun or fire above? Das ist die Sonne, mein Bester. Hier wollte ich eigentlich auch hin. Boah, 700. Wow. Was machen die Felder? Ja, das ist natürlich auch Arbeit. Oh, wir haben 27. Könnte uns mal jemand ein Schaf bringen? Ja, wobei, das macht, also ein einzelnes Schaf, das macht noch nicht so viel Sinn.
Ah, hier ist jetzt jemand angekommen. Ach, ich will doch nicht auf die Leute, ich will zu der Mühle. Windmill. Ha, einer ist da. Dann kann die jetzt Mehl draus machen. Feldarbeit 17% im September. Ich glaube, das ist schwer in Ordnung. Sehr, sehr gut. So, was haben wir jetzt hier? Eine Beere, das ist nicht so viel. Oh Gott, die Farm ist voll. Der transportiert das schon ab. Ja, dann gehen sie jetzt aufs Feld, da, weil sie nicht mehr dreschen können, kann das sein? Wie sieht es in unserer Mühle aus? Oh, da haben wir schon Mehl, sehr gut. Dann, denke ich, werden wir hier nochmal eine Familie abziehen. Und dann wird es Zeit, unseren Ofen in Betrieb zu nehmen, oder nicht? Und Bali haben wir ja auch schon, unsere Melzerei. Die können da nämlich auch was abnehmen. Jetzt machen sie die Feldarbeit. Sehr gut. Ja, sehr schön. Damit bin ich doch sehr zufrieden. Das hat doch gut geklappt, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir ja ein viel zu großes Feld haben. Also dieses hier, glaube ich, ist wirklich zu groß. Aber jetzt schauen wir mal, wann der Ofen in Betrieb genommen wird. Die Mühle hat schon Mehl. Was transportierst du? Fritz transportiert Mehl. Du auch? Du auch? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, hier ist immer noch voll. Das heißt, sie können dann gut weiterarbeiten. Wenn da wieder Platz ist. Oh, hier ist jetzt richtig eine Bewegung drin. Ich glaube, das mit dem Schafe kaufen, das passiert nicht. Lasst uns noch eine weitere Verbesserung machen. Ihr habt die Hühner. Ihr konntet nicht, dann machen wir hier weiter. Hier waren Hühner, dann kommen hier wieder Ziegen hin. Für die Steuern haben wir noch genug Zeit. Oh, sehr schön. Schaut euch die Mühle an, wie sie malt. Herrlich. Oh, ich glaube, wir können sehr, sehr zufrieden sein. Sehr schön. Gut, dann werden wir schauen, dass wir Brot und vor allem auch Bier vielleicht in der nächsten Folge hinbekommen. Und dann dürften auch einige unserer Häuser, na, Clothing ist noch das Problem, also Kleidung. Das wäre schon eine schöne Sache, das nochmal aufzuwerten. Herrlich, herrlich, wie wunderbar. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut. Euer Henri.